heute gibt's mal ein wunderschönes Wochenende. Gefühlt. Und da wirklich das Wochenende so besonders schön war, habe ich gleich mal 2 Tage zusammengefasst und gefilmt. Heute wunderschönes Wetter, fast schon wie Frühling. Die Jacke habe ich direkt ausgezogen, weil es wirklich richtig warm ist. Und da lassen wir jetzt natürlich direkt mal die Schweine raus, dass die mal aus ihrem Verschlag da rauskommen und auch mal was anderes sehen. Und dann lasse ich die ja, wie gesagt, hier einfach auf dem Hof laufen. Habe jetzt hier alles zugemacht, quasi eine direkte Schneise, dass sie sich nicht verlaufen. Aber die wissen schon genau Bescheid. Ja, wissen die schon genau Bescheid, was da Sache ist eigentlich. Gell? So, dann könnt ihr schön mitkommen. Ja, schön mitkommen. Dann will ich die Enten ärgern, ja? Nicht die Enten ärgern, okay? Toll, gell? Ja, ist das da? Ist das da? War natürlich direkt klar, wo sie als erstes hinsteuern. Natürlich aufs Entenfutter, weil das ja so toll schmeckt, gell? Ja, weil das so toll schmeckt. Und die Enten sind wieder ganz empört. Das geht aber auf keinen Fall so. Gut, aber vom Boden fressen sie es eh nicht. Und ich denke, dann ist das so wohl in Ordnung. Ja, Entchen. Ja, was machen die da? Hä? Frechheit. Also, dann lasst es euch mal schmecken. Bautchen, Rosalie, kommt. Kommt. Na kommt. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Na kommt. Schnell. Ihr fein. Ihr fein. Ihr fein seid ihr. Ihr feine. Ihr gute. Gute. Ihr feine. Alles gut. Alles Gute. Ja. Ist gut, macht nichts, ne? Ist nicht schlimm. Nicht schlimm. Das Paulchen, das Paulchen. Da bleibt mal drin weg. Nein, das machen wir nicht kaputt. Das ist mein Traubenstock. Was meinst du denn? Ich soll mir jetzt vielleicht noch ein kleines Musical auf Musical.ly aufnehmen? Hm? So begeistert sieht es ja ehrlich gesagt nicht aus. Aber wir machen trotzdem eins. Und wenn ihr das Ergebnis sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne bei mir auf Musical.ly vorbeischauen. Hier unten nochmal die Adresse. Würde mich tierisch über einen Besuch freuen. Und wenn ihr vielleicht noch Vorschläge hättet, was man alles noch an Musicals aufnehmen könntet, gebt mir einfach Bescheid. Ich freue mich. Total schönes Wetter und das mussten wir natürlich direkt ausnutzen mit einem kleinen Ausritt. Die Nähe ist jetzt immer noch ein bisschen müde davon, glaube ich. Sonntag, und zwar ein Sonntag, wie man es sich vorstellt. Richtig schön mit Sonnenschein und allem, was dazugehört. Und da haben wir natürlich direkt die Gelegenheit genutzt. Anja mit Pete und ich mit der Nähe. Hier einen Berg zu beklimmen. Da geht es also wirklich tierisch steil hoch. Nehmen wir an, auf der Kamera wird man das hier nicht ganz so erkennen. Und da müssen wir zwischendrin als mal Rast machen, weil sie doch ganz schön hier am Pumpen sind. Aber das gibt natürlich auch Muckis, ne? Nicht schlecht. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal weiter. Auf geht's, komm. Ja, weiter gehen. Nein, nicht in die Richtung. Nein. Ich gehe am liebsten runter. Ah, das wollen wir nicht. Nee, ist also wirklich schon sehr beschwerlich hier hoch.
Wir reiten hier aber auch nicht das erste Mal, sondern des Öfteren. Und wissen genau, an welchen Stellen wir dann hier am besten mal eine kleine Pause machen, damit sie halt durchatmen können. Ja, weil, ist klar, ist halt schon anstrengend. Weil das ist dann immer blöd, wenn man hier jetzt absteigen müsste und dann hier am Berg wieder aufsteigen. Das ist dann schon ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, und so sieht hier momentan der Einstieg von unserer Weide aus. Und da heute wirklich so extrem schönes Wetter ist und die Hotties wirklich Frühlingsgefühle haben, haben wir jetzt gesagt, okay, lassen wir sie jetzt nach dem Ausreiten noch mal raus. Weil heute waren alle draußen und da können sie sich hier mal noch ein bisschen ausbocken. Und ich muss ehrlich sagen, also die Weide hat schon schlimmer ausgesehen. Mittlerweile steht das Wasser nicht mehr ganz so hoch. Also es geht schon besser, aber ist natürlich klar nicht so optimal. Aber ich hoffe, dass das dann bis im Frühjahr alles nachwächst. Und dann haben wir ja den Plan B, ne, dass wir die Weide da hinten dann endlich fertig machen. Und dann können wir die hier auch dementsprechend dann mal schonen. Aber so haben die auf jeden Fall jetzt ihre Freude hier. Da wird gewälzt und wird gefreut und geschnaubt. Und das ist doch schon mal richtig schön. Also wie gesagt, wieder ein super gelungener Sonntag. Und jetzt sitzen wir hier noch einen Moment auf unserer fast Sonnenterrasse. Ich meine, Sonne haben wir ja, nur halt noch nicht richtig die Terrasse. Aber zumindest hier auf unserer geliebten Hollywood-Schaukel. Okay, Witch gefällt's auch. Super. Ich meine, sie will ja immer dabei sein, ganz klar. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, wenn du jetzt da hochkletterst. Ja, also Witch ist jetzt auf jeden Fall größer als ich, ne? Und da genießen wir jetzt noch, solange die Sonne hier scheint. Weil das macht ja dann Buff und dann ist sie wieder weg. Und hauptsächlich von morgen ja wieder Schmuddelwetter sein. Oh, Pete, das war's schon wieder, das kleine Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Machen wir einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die auch mal vom Pete geknuppt werden wollen, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.